Grüße, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Lustige Dinge Let's Play, genau, in Goat Simulator. Jo, wie ihr seht, bin ich da Steve, oder, wo man da auch den Goldfisch herbekommen hat. Leider ein bisschen groß und... Okay, da ist eine Leiche im Schwimmen. So, wir wollen weiterhin lustige Dinge machen und deshalb muss ich ein bisschen herumbauen gleichzeitig. Oh, sie jammert. Ui. Direkt hier. Komm. Bang. Ja, Spong. Yes. Hui. Oh. Ist eigentlich die Frau, ist die immer noch hier? Ja. Ich bin größer. Dumme Frau. Und schon ist sie kaputt. Sehr schön. Was ist, wenn wir tauchen? Ja, so können wir nicht tauchen. Gehen wir mal, komm, wir gehen mal ins Schwimmbad mit dem Fisch. Boah. Das läutet ja uns mega herum. Sie rostet aus. Kommen wir eigentlich vorwärts, wenn wir schießen? Ich glaube, ich tue mal lieber nicht schießen. So, ist hier oben etwas. Kann man nicht gut erreichen. Mit dem Fisch. Man sieht es halt einfach nicht so gut. Ja, es ist etwas oben. Eine Goat-Statue. Nein! Ja, das nehmen wir mal ein anderes Mal mit. Das können wir jetzt so nicht so gut mitnehmen. Also, wir müssen nur ein bisschen vorwärts kommen und ein bisschen herumzittern. So, ah, ist der Friedhof. Geil. Müssen wir auch noch hin, hä? Gehen wir nachher. Nein, jetzt noch nicht. Keinen Schlag, den Malwurf machen. Dankeschön. Oh ja, sehr gut. Wir sind los. Wir sind gleich im Schwimmbad. Gut. Aber das ist auch zu wenig tief. Gehen wir mal zuerst hier in den See rein. So. Aber ich komme fast nicht vorwärts. Aus Fisch. Ich will jetzt nur eigentlich euch kurz zeigen können, wie man hier halt schwimmen kann. So, jetzt will ich drüber. Aber so groß zu sein, ist sehr schwer. Gut, also. Jo, wie sieht's aus? Jetzt sieht es eigentlich kaum. Komm, wir machen mal die Großmutter weg. Das ist ja hässlich. Aha, so schwimmt man. Im Kopf. Okay, sehr gut. Liebes Spiel. Ui, man backt ja mega. Ja, so schwimmt man. Gut. Okay. Die Fische sieht man fast gar nicht von dieser Größe her. Lauf doch nochmals kurz, bitte, Herr Fisch, das sah so lustig aus. Laufen. Oh Gott. Ja. So, wir haben es geschafft. Wir sind im Schwimmbad, genau dort, wo ich eigentlich hin wollte, ins tiefe Wasser. Aber man sieht ihn nicht, den Goldfisch. Dumm, dumm, dumm. Da erinnere ich an Wednesday, ganz am Anfang, wo die Piranhas ins Schwimmbad gelassen wurden von ihr. Die arme Wednesday muss natürlich alle töten, die ihren Bruder mobben. So, oh, geil. Schade, dass die Staffel 2 so spät kommt. Aber könnte noch dieses Jahr erscheinen. Das, oh, das ist ein bisschen gebackt. Ich will eigentlich wieder rein. Komm, wir gehen mal auf die Rutsche. Nur kurz mit dem Goldfisch auf die Rutsche. Schaff es hoch. Ja, wir zerstören lieber alles. Einmal rutschen mit Goldfisch. Yeah. Dann gehen wir halt ein bisschen hüpfen. Ja, sehr schön. Also wir müssen unbedingt auf den Friedhof. Deshalb müssen wir so langsam. Boah, das glitscht ja so rum. Ja, okay, ich sollte nicht mit der linke Maustaste drücken. Oh. Boing, boing, boing. Macht so blöd. Ja, geht nicht so gut. Okay, lassen wir das mal. Also, wir werden etwas auch Kleines. Okay, wir sind wieder klein. Auch gut, wenn man ein bisschen glitscht. Komm, wir machen das mit Jesus.
Jesus ist genug gläubig für diesen Friedhof. So, also. Aber mit anderen Beinen, das sieht ein bisschen komisch aus. Was tun wir für Schuhe? Flossen. Wir benutzen Flossen. Ja, das macht Lärm. Haifisch für die Schnelligkeit. Hörner machen wir die da. Und der Kopf machen wir. Es muss irgendwas Heiliges sein. Ein Schnulli. Oder einfach mehr Bart. Hipsterbart. Sieht man halt nicht. Nöck. Der Aluhut. Was ist das? Wie ein Weltraumhelm? Ein Fernseher. Nehmen wir vom Kopfhörer für den Style. Jo! Prima. Also. Okay, so schnell sind wir jetzt gerade mit den Flossen nicht, aber. Ja, es lag halt, dass wir da. Was haben wir gehabt? Ein Haifisch selber noch. Ja, der ist schneller. Aber ja, der Friedhof ist gleich hier unten drüber. So, kann man nichts mehr drücken, was man schneller geht? Ja, ein bisschen herumfliegen. Oh, oh. Ach, das Spiel, es ist, macht endlos Spaß. Wir müssen nur noch ein paar Sachen wirklich rausfinden, die wirklich ultra viel Spaß machen. Aber man kann so viel ausprobieren und einfach schön Lustiges machen. Es muss wieder einen anderen Simulator, also jo, wahrscheinlich den gleichen, aber in noch besser. Noch mehr Möglichkeiten und so. Immer mehr. So, das erste, das weiß ich, das ist hier. Ich habe lange darüber gerätselt, was man einsetzen muss. Also im Livestream habe ich es dann nachgeschlagen damals, vor 11 Monaten. Und ich habe es dann irgendwie falsch gespielt und ich weiß ungefähr, wie man es jetzt spielt. Es ist der ja, Imperial March Darth Vader Ding von Star Wars. Weil, ja, es steht nirgendwo. Nein, ich habe die gedrückt. Also nochmal. Okay. Wieso geht das nicht? Da mache ich irgendwas falsch? Ja, man kann ja gar nicht so richtig. Ja. Irgendwie. Irgendwas geht jetzt gerade nicht, sonst muss ich kurz nachschlagen. Aber so sollte es gehen, ich habe es extra auswendig gelernt. Word Simulator Imperial March. Oder ist es eine andere Reihenfolge? Middle Bell 3, Large Bell 1, 1, Middle Bell 1, Large, Small, was, Large? Also nochmals, Large, also Middle, Large, Small, Middle, Large, Small, Mittel. Okay, die Mittel nochmals einmal, dann hätte ich es gehabt. Ja, so habe ich doch das gemacht das letzte Mal. Irgendwie ist es nicht gegangen. Und dafür bekommen wir Darth Maus Laserschwert mit 3 je Seite. Das war etwas ganz Kompliziertes. So. Wie abgehoben einfach. Sehr gut. Yeah, Richtschwert 2.0. Cool.
Komm, wir kämpfen mal hier oben. Ja, hallo, nicht umfallen. Bitte, steh wieder auf. Wie kann ich jetzt das Schwert wieder rausnehmen? Ich hab halt die Flossen an. Jetzt. Whee! Oh, Regenbogen! Geil! Boah, heftigst. Keine Chancen mehr. So, das nächste weiß ich auch noch ein bisschen, aber ich weiß nicht mehr, was ich einsetzen muss und wo. Hier. Drücke R. Lol. Das ist ja easy, wenn das schon steht. Hier auch? Nee. Hier. Aha. Sehr gut. Noch eine Gutstatue. 1 von 4 auf dem Friedhof. Ja, schönes Effektgewitter, ich weiß. Viel, aber übertreibt's nicht. Hm. So. Hier geht's auch noch nicht rein. Wo sind denn noch andere Gräber? Sind hier hinten noch Gräber? Tschüss. Was ist denn hier? Ein Beichtstuhl, okay. Ja, aber ich muss die Gräber irgendwo finden. Ah, das ist der Maulwurf-Ding dann. Nächste Quest. Wo sind denn die? Okay, was hast du hier? Ah, Asche. Sah es irgendwie nach Granit aus. Also wo sind denn die Gräber? Hier ist ein Grab. Hier oben wahrscheinlich irgendwo noch eins. Hier ein bisschen auf dem Schlauch. Wahrscheinlich hier noch eins. Nee. Ah, hier. Die läuft einfach rein. So, 2 von 3, also noch eins irgendwo. Wahrscheinlich da oben. Im Mausoleum. Oder beim Mausoleum. Irgendwo gibt es das noch. Also, komm schon. Irgendwo hier. Nein. Unmenge? Ah, hier. So. Habe ich gar noch nicht gesehen. Genau, und dafür kommen wir jetzt hier rein. Und hier weiß ich schon, was vorkommt. Also ein bisschen gute Erinnerungen habe ich wirklich auf dem Friedhof gehabt. War auch sehr lustig, das letzte Mal im Livestream. Oh Gott. Man sieht es fast kaum, dass man hier runterfallen kann. Aha, und hier ist der Glaubenanzeige. So. CrossFit, genau. Fitnessstudio für Darth Vader und seine tolle Religion. CrossFit. Wie kann man hier hoch? Wie hier kurz hochkommen? Muss ich mit dem Fisch hoch kurz? Doch, jetzt geht's. Genau! Geil! Sehr stark, ne? Eigentlich. Ja. Genau. Hey! Alles explodiert. Hier oben wäre doch irgendwas, oder? Muss nur irgendwie hochkommen. So. Genau, da ist eine Goat-Statue. Ah, Fisch, du bist zu sensibel. Die Steuerung ist zu sensibel. Hallo. Hey. Oh. Und ich hab's erwischt mit dem Fisch. Geil. So, wunderbar. Muss man noch irgendwas hier machen? Gibt's noch irgendwas zu machen? So, lieber das Schwein nehmen. Das ist ein bisschen besser zum Steuern. Tschüss. Wow. Krass, wir können alles ganz easy zerstören. Also scheinbar ist jetzt hier nichts mehr drin. Müssen wir noch ein bisschen durchsuchen mal. Aber ja.
Gut, dann hier auf. Wie geht's hier auf? Das muss doch irgendwas drin sein. Irgendwie muss es hier noch aufgehen. Der große rote Knopf. Aber wo ist der? Also ich sehe keinen roten Knopf. Wo könnte er sein? Wenn wir es in die Richtung sehen. Ah, vielleicht in diesem Mausoleum. Krypta, ja. Wo ist der rote Knopf? Wieso leuchtet es hier so rosa? Ich will den rosa Knopf. Jesus starb an CrossFit. Motiviere Leute zum Laufen. Okay. Also du Frauen hier, ja? Lady, du musst laufen. Lol, wie schnell. Ein Fahrer sowieso. Gut. Und hoffentlich bleiben die auch drauf. Ja, sowieso, der Gärtner. Hallo. Wieso ist er so verpackt? Hallo, ich hab dich doch... Wo ist der hin? Wo ist der Gärtner hin? Der ist durchgeglitscht. Nächster Gärtner. Gärtnerin. Noch ein. Wieso brennt es hier immer noch? Ja, wie du schon so blöd schaust. Ist noch nie ein Schwein gesehen. Ein Schweinsmann. So, wow, jetzt habe ich es geschafft. Die Kraft des Cardio-Trainings bezwingt. Ja, jetzt geht's auf. Yeah, und ein cooles Auto. Ein Rallye-Auto oder so etwas. So, wir könnten wirklich da noch alles aufsteigen, aber das möchte ich irgendwie am Schluss dann noch. Weiß gar nicht, was man bekommt. Lassen wir uns dann am Schluss überraschen. Okay, ja. Oh, da kann man auch Dosen werfen. So, ja, genau, abwerfen. Dosen abwerfen. Yes! Oh, wie das geil aussieht. Okay, ich habe mich festgefahren. Hallo, Quetschi. Quetschi-Schwein. So. Also jetzt machen wir noch die andere Mission. Die wird auch sehr lustig. Hoffentlich. Das ist so richtig stylisch, was man so machen kann mit dem Schwein. Also wo ist der Maulwurf? Hallo? Schlag den Maulwurf, aber wo ist der Maulwurf? Das ist wahrscheinlich dort, wo wir als erstes hingingen, also irgendwo außerhalb. Es gibt noch irgendwelche Hügel außerhalb eben. Das habe ich das letzte Mal auch nicht gerade so gewusst. Aber ich habe es eben nicht geschaut. Also es geht auch sehr lange so ein Livestream. Deshalb muss ich da noch ein bisschen herausfinden, wie. Vielleicht kommt er jetzt. Aber eigentlich müsste jetzt hier irgendwo ein Maulwurf sein. Leider ist das Spiel manchmal schon ein bisschen unscharf. Vor allem mit diesem Filter, aber... Kann das sein, dass es jetzt momentan nicht geht, dass wir einfach weglaufen müssen und wieder kommen müssen? Irgendwie geht's gerade nicht. Oder ist hier irgendwo der Maulwurf? Ja, zum Beispiel dort. Also irgendwas geht gerade nicht. Schade. Also einfach mehr Hilfestellungen wären schön angebracht, oder? Dann wüssten wir, was wir machen müssen. Okay. Ja, gut. Hörst du jetzt mal aufrollen? Also du Bauer, komm. Komm mal mit zu deinem kleinen Quicken. So, blöder Bauer. Ja, das hast du jetzt davon. Du haust nicht ab. So, komm schon.
Oh. Wir machen ein bisschen verdrückte Bauern, hä? Wieso kommt jetzt keiner runter? Wieso kommt kein Ei runter? Ah, ist schon... Nein. Komisch, ist es verbuggt? Na, welche ganze Menge? Und jetzt gehen wir zum Auto, wenn es geht. Ah, die fahren jetzt auch herum, okay, die wir freigeschalten haben. Also, wo war das Tuning Center? Da vorne, okay. Ich wusste, dass es in der Nähe ist, aber nicht wo. So, schön, dass es so gut zu sehen ist. Yeah, leider können wir nicht allzu schnell, sonst geht's kaputt. Aber, das erste Mal ein bisschen Auto fahren, wenn es geht. Naja, wir müssen zuerst zusammenstellen. Aber können wir eigentlich einsteigen? Okay. Wieso sind wir gebockt? Das ist auch irgendwie verbockt. Dass das einfach das Spiel denkt, ja, ja, wir müssen wieder zurückgesetzt werden, weil es nicht anders geht. Okay. Ja, oh, Schwein. Ja, aber du musst nicht die Füße so hochhalten. Wir wollen zum nächsten gehen. Ich habe schon ziemlich viel geplant, was wir noch machen können in den nächsten Folgen. Ah, hier haben wir noch etwas. Nein, da können wir nicht hören. Das ist die Apotheke wahrscheinlich. Aua. Genau. So schön. Wir können eigentlich hier noch abreißen. Das mache ich auch dann in meinem Lane-Part. Hier oben haben wir, glaube ich, nichts mehr. Hier ist wieder alles im Weg. Ja, sicher. Natürlich. Weil wegen ein bisschen Öl und ein bisschen Nitro müssen wir nicht so herumfliegen. Okay, ich komme hier nicht mehr hoch. Müssen wir nicht hier durchfliegen irgendwie auch noch? Oh, die Giraffe. Genau, können wir auch wieder mitnehmen. Mit einem kleinen Fisch nehmen wir eine große Giraffe. Ne, wir können aber nicht. Ist das jetzt auf der anderen Seite? Müssen wir hier so hoch durch den Ring? Ich weiß gar nicht, wie man hier durch den Ring sonst kommen soll. Ja, wir können nicht hoch. Wir stecken irgendwo fest. Was ist, wenn ich mit einem Fisch irgendwie so hoch... Ah, ohne irgendwie so ein Ding können wir nicht hoch. Was? Entschuldigung. Geil, ja, Deutsche. Hey. Es ist einfach. Man bekommt ein paar Punkte. Okay. So, also, dann können wir mal hier mit dem Zolt Lieferwagen. Dankeschön, wenn du so backst. Was ist eigentlich mit dem Fisch los? Ich war da kurz. Okay, mehrere Sachen. Irgendwo gibt es so ein Haus, wo noch so ein Rätsel ist. So unendliche gleiche Räume-Rätsel. Und ich muss hier irgendwo unter die Brücke. Da gibt es auch ein paar Sachen, die man noch gut machen kann. Hier. Hier ist es. Aber was ich genau hier machen muss, weiß ich nicht. Okay, das noch. Irgendwo hier. Da unten gibt es ein Auto oder so. Was man irgendwie freischalten muss, aber... Ich glaube, es ist irgendwo nördlich von hier. Aber ich weiß jetzt noch nicht, wie... Ah, doch, es ist hier drin. Okay, es ist schon freigespannt. Sehr schön, also. Also. Jo, volle Sachen hat. So, eigentlich könnte ich ja das noch mit dem Ding versuchen, mit dem Segler, wo wir den letzten Part nicht geschafft haben, aber das dauert zu lange und wir ja auch anders machen. Und jetzt suchen wir einfach noch dieses eine Haus. Ist das Haus? Wow. Aber natürlich mit der Ziege, oder? Nehmen wir, komm, Oro-mäßig die Bogenschein. Haben wir auch noch nicht so viel gehabt. Also es müsste eigentlich hier sein.
Gut. Hui. Hui. Komm drüber, Mann. So, also reingehen. Geil. Also Korridor des Horrors. Oh, Horror. Ui, was müssen wir machen? Telefonieren. Noch nehmen wir nicht. Pizzakarton. Wir nehmen Wasser mit. Immer schön verpflegen. Müssen wir einfach durchlaufen? Okay. Hm. Also immer der gleiche Korridor, wie ich gedacht habe. Hm, passiert irgendwas? Es könnte irgendwie ein Horror kommen oder so. Nö, passiert nichts. Drei gleiche Bäder. Was ist das? Nehmen wir mal den Meer aus. Was, wie war das letzte Mal? Ging recht lang letztes Mal. Die Tür geht zu? Wieso? Jetzt müssen wir jetzt mal... Oh, da oben ist jemand. Hallo. Wie kommt man zu ihm hoch? Grüß Gott. Darf ich dich mitnehmen? Sieht so aus wie... Okay. Die Tür ging auf. Hä? Schade, da komme ich noch nicht durchs Fenster. Okay, einfach weiter. Überlebe. Hallo zusammen. Darf ich mit tanzen? Muss ich tanzen? Emotes tanzen. Wie das Gesicht da sieht. Mit diesen Hörnern. Ach komm. Ja, und jetzt? Ah, Radio kaputt machen. Damit sie aufhören tanzen. Ich habe sie einfach erledigt. Gut. Wie lange geht das noch? Ja. Komm, machen wir ein bisschen schneller. Das war vorher nicht da, oder? Hm, jetzt? Ein rotes Licht jetzt. Hier könnte etwas passieren, vielleicht. Naja. Nein! Ey, ich hol mir das Schwert raus, hä? Wenn du noch nicht aufhörst. Der ist immer noch hier oben. Aha. Das scheißt jemand. Das ist aber ein Mannequin. Der scheißt jetzt nicht unbedingt so. Das sind nur Geräusche, liebe Leute. Hui. So, sind wir fertig jetzt? So, jetzt langsam ist es ein bisschen zu lange. Okay. Jetzt aber. Hä? Und jetzt? Lol. Aber ich will weitergehen. Ist es jetzt unendlich? Aber die Tür ist offen immer. Okay. Es ist unendlich. Jetzt geht's leider nicht mehr weiter. Ich bin aber nicht durch die Tür. Du hast überlebt. Ja, aber gelangweilt. War schon ein bisschen stressig, hä? Ein Laken. So, jetzt sind wir ein Geist. Jetzt haben wir den Horror selber. Und ja, das geht wieder schlecht hier hoch. Wegen dem Überdach. Hm. Hey! Hä? Wieso wird man so beschleunigt? Also, liebe Leute, wie geht Physik? Man wird einfach unnötig beschleunigt. Du. Ich als Fisch kann hier hoch, weil ich an der Wand fliegen kann. Jetzt. Also, was ist hier oben? Oh. Ist gar nichts hier oben. Dann kommen hier oben auch nichts.
Schade. Gibt es noch irgendwas? So einen Wohnwagen vielleicht? Nö. Schade. Ja, ist gut. Ja, vielleicht hier. Was ist eigentlich mit der Physik gerade los? Ja, ist immer wieder ein bisschen komisch, die Physik, aber... Es muss nicht immer alles herumfliegen. Was habe ich hier oben noch gesehen? Irgendwas war beim Strommast oben. Ah, hier. Okay. 2 von 7 Zoo-Statuen. Wer ist 2? Eine war im Zoo. Okay. Und hier war einer. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Vielleicht hier auf dem Dach. Kann man eigentlich nicht rein. Okay, jetzt mache ich da mal wieder. Ah, wir können da rein. Aber hier ist nichts. Doch, eine Goat-Statue. Sehr schön. Oben ist auch nichts. Ja. Wow, nein. Wieso ist das immer so übertrieben stark? Könnte irgendwo auf einem Strommast noch eine sein. Auf dem Wasserturm haben wir, glaube ich, schon geschaut. Okay. Ja, machen wir so langsam den Part fertig. Ich schaue mich sonst ein bisschen noch um. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Ich muss noch trainieren gehen. Joggen. Ein Krafttraining, wieder Parkour machen. Also wenn ich hier hochgehe, könnt ihr dann mal ein bisschen herumgrinden irgendwann. Ja. Das ist wieder doof, dass man hier nicht hochkommt. Ach, Männer. Muss ich doch außen. Ne, wir waren hier oben, es war nichts oben. In diesem Gebäude waren wir oben. Ja, ist nichts oben. Drüben auch nicht. Hier kann man auch in irgendwo rein und dann wieder weggeschleudert werden. Hier am Ding ist auch nichts. Okay. Vielleicht hier oben noch. Ich sehe nichts. Okay, dann sind wir bei der Baustelle. Dann machen wir nächstes Mal die Baustelle. Das wird lustig mit dem Abriss. Alles abzureißen. Abrisshammer. Alles abreißen. Das wird sicher sehr spannend. Sehr interessant. Also, ja, hoffen wir es auf jeden Fall. Hier hinten dran könnte irgendwo noch etwas sein. Ja. Lohnt sich nicht, jetzt alles zu durchsuchen. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wo etwas sein kann, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Aha. Okay, noch eine Goat-Statue. Wusste ich gar nicht, dass man so Sachen auch kaputt machen soll. Also dass man das kaputt machen muss. Aber gut, zu wissen. Hier auf jeden Fall ist es. So. Da haben wir aber auch schon abgecheckt. Und wo ist der Wasserturm jetzt? Da. Noch kurz auf den Wasserturm, wenn es geht. Gibt es hier irgendwo eine Leiter? Ja, wie soll ich hochkommen? Dort ist doch irgendwas. Nein, das ist nur die. Schade. Es wird ein bisschen schwieriger, hier hochzukommen. Da ist noch ein Leuchter. Weiß jetzt nicht, wie ich da hochkommen soll. Ah, da an das. Zipplane. Ich glaube, das haben wir aber auch schon gemacht. Ja, zweimal schadet nicht. Okay. Haben wir noch etwas Lustiges zum Abschluss. Aber jetzt will ich zuerst noch kurz hochschaffen. Ja. Ja. Ja, ist gut. Ich weiß es, Fisch, dass du sehr sensibel und eine sensible Störung hast. Ey, ich muss nur kurz hochkommen mit Fisch und der Rest. Ah, also spielen manchmal. So. Der Rest machen wir lieber mit der Ziege. Die Ziege ist halt einfach der Hauptheld vom Spiel. Genau, der kommt auch hoch. Ohne, dass er dann wieder unterstützt. Dankeschön. Was ist denn hier oben?
Na, wow. Nein, ganz oben ist ja auch nichts. Was ist der Wasserturm? Ich glaube, ich habe es eben schon eingesammelt. War wahrscheinlich eine Goldstatue. Dann weiß ich ja, wo die war. Ne, sie war doch auf dem Eingang, die Goldstatue. Ja, oben drüber ist wirklich nichts. Jo. Okay, immerhin haben wir hier schon sehr viel gefunden. Hier oben drauf ist wahrscheinlich auch nichts mehr. Okay, schade. Ja, gut. Ein bisschen im Zoo noch erkunden können wir dann in einem anderen Partner. Wieso hat es hier Ziegen im Zoo? Ja, okay, streichelt so, stimmt. Aber die anderen Goldstatuen habe ich jetzt gar nicht. Lol, die macht gerade so. Aufmerksamkeitsübungen, Erinnerung. Also irgendwie. Hey, geh weg, du Glas. Da drauf doch eine Goldstatue. Die habe ich noch nicht. Okay, dann lasse ich die auf dem Wasserturm. Aber wie kommen wir hier hoch? Gut. Da. Sehr schön. Ja. Dankeschön. Ich sehe nichts. Gut, nächste. 5 und 7 noch 2. Ja, das machen wir dann im nächsten Part. Gut, also Dankeschön fürs Zusehen. Okay, ich habe noch etwas gefunden. Ah, gut. Diese 2 Mützen. Prima. Tschüss. Viel Spaß noch mit anderen. Und einen schönen Tag. Tschüss.